Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Bundesligaspiel. Sagen Wolf Fuß und Frank Buschmann, die auch diese Partie für Sie kommentieren werden. Die heutige Begegnung, Eintracht Frankfurt gegen Ingolstadt. Buschi, deine Meinung zur Heimmannschaft? Der Trainer will davon zwar nichts hören, aber mit den Leistungen bisher muss man sie einfach zu den Kandidaten für einen Quali-Platz zum Champions Cup zählen. Eine gute Saison bisher. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Sie gehen heute im 5-4-1 in diese Partie, Buschi. Ja, das ist keine ungewöhnliche Formation, auch wenn viele ja heutzutage lieber mit der Doppel-6 spielen. Aber hier ist das Mittelfeld etwas offener, ich finde etwas offensiver ausgerichtet. Buschi, die Eintracht hat Glück gehabt in der letzten Saison, oder? Kann man so sagen, Wolf. Sie sind ja mit dem berühmt-berüchtigten blauen Auge davongekommen und haben den Abstieg über die Relegation noch vermieden. Geleitet wird die heutige Partie von Jascha zur Heide. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Meier. Branimir Gota. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Hasebe. Super Tor, in den Pfosten und dann rein. Eine Mischung aus Können und Glück, dieser Treffer, Buschi. Ja, stimmt. Klar, er zielt schon in die Richtung, aber der Ball geht an den Innenpfosten und dann rein. Das kannst du eigentlich nicht so wirklich planen. Das geht ja gut los hier. Nach 5 Minuten gleich das 1:0. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Abraham. Omar Mascarell. Chandler. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Fairer Einsatz hier. Alex Meyer. Branimir Gota. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Keine gute Ecke, die Chance ist vorbei. Und das gibt Abstoß. Hier das Führungstor noch einmal in der Verlangsamung. Den packt er unten rechts ins Tor. Klasse. Wird's jetzt gefährlich? Gut gemacht, den Ball holt er sich. Und damit ist der Ball weg. Hasebe.
Und jetzt die Chance. Da macht er ihn rein. Und an diesen Flachschuss kommt der Torhüter nicht mehr ran. Und hier sehen wir es nochmal, das tolle Zuspiel. Und dann musste er das Tor quasi machen. Und da macht er sein zweites Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Roger. Groß. Jetzt müssen Sie aufpassen. Super Timing. Den Ball holt er sich. Da ist der Ball weg. Hasebe. Alex Meyer. Rebic. Den Ball holt er sich. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Chandler. Rebic. Alex Meyer. Schussversuch. Und der Ball geht knapp über die Latte. Rebic. Das könnte die Chance werden. Er zieht ab. Den Ball hält er gut. Und Eckstoß. Tolle Flanke. Der Abwehrspieler steht hier einfach richtig. Gutes Stellungsspiel. Meier. Das könnte gefährlich werden. Gutes Tackling. Lecky. Alfredo Morales. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Jetzt die Flanke. Der Ball ist weg, da kam die Flanke nicht gut rein. Cohen. Wird das eine Torchance? Dario Lezzano. Das war knapp. Ganz im Gegenteil zum Spielstand. Ja, und damit hätten sie die Chance gehabt, zumindest ein wenig ranzukommen. Wieder nix. Abraham. Rebic. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Jetzt die Chance. Hier hat er einfach nicht... Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Jetzt wird's gefährlich. Lecky,
Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Vallejo. Očipka. Meier. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Jetzt schießt er. Nix mit Tor Nummer 3 für ihn. Trotzdem, das ist eine super Leistung heute. Immer gefährlich. Und jetzt haben sie den Ball. Branimir Gota. Nun Leki. Cohen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da setzt er sich gut durch. Klasse Technik. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Rebic. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da trennt er ihn vom Ball. Super gemacht, den klärt er hervorragend. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Da passt er auf. Das könnte die Chance werden. Und nun ein Schuss. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt haben sie den Ball verloren. Wird's jetzt gefährlich? Und jetzt die Chance. Und da haben wir es, das Tor. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Ja, so kennen wir ihn. Technisch einwandfrei und überlegt bringt er den Ball da im Kasten unter. Und lässt alles dabei so leicht aussehen. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Alfredo Morales. Abwehr hat aufgepasst. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da gibt er Freistoß, gute Möglichkeit. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig.
Er geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Flanke geht zum Abwehrspieler, da war mehr drin. Schuss! Die Kopfballstarken sind mit vorne, gleich kommt die Ecke. Und jetzt ein Schuss. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Oczipka. Seferovic. Sauber vom Ball getrennt hier. Jetzt müssen sie aufpassen. Den Ball hat er, ganz souverän. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Und Suttner. Rebic. So natürlich, kein Problem, er holt sich den Ball. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Seferovic. Gutes Tackling. Jetzt wird's gefährlich. Abgefangen, gut gemacht. Schluss, vorbei, 3-0 am Ende. Das ist dann doch eine eindeutige Geschichte gewesen. Sie holen sich den Sieg heute. Dein Fazit, Buschi? Ja, für mich das passende Ergebnis. Sie haben eine gute Leistung abgerufen und waren einfach besser als der Gegner. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Jetzt die Gelegenheit.